Ich bin Toni, ich werde heute euch führen, so um den Spingerser Rundweg. Wir starten da von Spingers, das ist 1100 Meter hoch, und wir werden so 200 Meter circa hohen Unterschied machen. Und wir werden eben über etwas über die Geschichte und über die Katharina Lanz, Heldin von Südtiroler Freiheitskampf gegen Napoleon, nach der Spingerser Kreuz, Denkmal von dieser Spingerser Schlacht, und danach gehen wir so langsam in 3 Stunden circa bis auf der Bunker Wetterkreuz. Wir brauchen gutes Schuhwerk haben, weil im Bunker wird nass sein, da ist immer Wasser drinnen. In der ersten Station sehen wir die Kirche, die alte gotische Kirche von Spingers und eine heilige Grabkapelle, ein wesentliches Denkmal. Siamo nella chiesa nella parrocchiale di Spinga, fondata nel 1442 circa, viene data come data di consacrazione. Fu costruita, come si vede dall'esterno, ancora conservato in stile tardo gotico, in quel periodo, Jahrhundert. In der gleichen Zeit wie der Brixner Dom oder die Neustifter Basilika barockisiert. Und da können wir ganz, ganz gut sehen, wie diese Kirche an der Brixner Dom, ein sogenannter Barocco Italiano, in diesem Stil umgebaut wurde. Im Gegenteil, die Neustifter Basilika ist eine typische, es wird gesagt, das südlichste Beispiel von deutschem Rokoko. Das ist auch wie ein Pilgerpfad, das geht weiter. Und da kommen wir in der Santa Sanctorum von der Kapelle. Und da auf dieser Seite sehen wir so Via Crucis Passionsbilder. Rappresenta di nuovo un pellegrinaggio, un viaggio verso la salvezza, che va verso appunto verso il Santa Sanctorum, verso il cuore della Kapelle in sé. Können wir auch sehen, da war sogar ein Atlas verteilt wurde. Die Täler so ausgegraben. Jetzt sind wir auf der Spingerskreuz, da ist die Spitze Richtung Brixen von der ganzen Talbecken. Wir sehen den ganzen Talbecken von oben. Und da sehen wir Spingerskreuz, das Denkmal von der berühmten Spingerser Schlacht in der Katharina Lanz Geschichte. Und da sehen wir auf der linken Seite der Rodaneck Schloss, und auf der rechten Seite können wir die Franzisfeste sehen. Und da sehen wir die ganze Verteidigungszone, wie das als in die Jahrhunderte sich entwickelt hat. Später, più tardi vennero appunto i castelli, adesso qui possiamo vedere bene ancora il castello di Rodengo. Però dovete immaginare che solo lungo quella parte, quella facciata, c'erano 4 castelli. Unter rechts sehen wir die Festung Franzisfeste, die wurde im Jahr 1838 fertiggestellt, nur in 5 Jahren gebaut, durch Kaiser Franz I. Die war nach dem Wiener Kongress geplant und gebaut gegen die Angriffe von Süden, gegen österreichische Kaisertum. Jetzt sind wir da eben auf der Dornspitze, auf der Spingerser Spitze. Da haben wir uns der Denkmalschutz Spingerser Kreuz, ganz berühmt und ganz bedeutend für die Geschichte Südtirols. Thank you.
sind jetzt auf die sogenannten Plattenwege. Das sind alte, mittelalterliche Straßen, Pilgerwege, Handelswege, Militärstraßen. Und sie haben wahrscheinlich eine Herkunft schon in der Römerzeit. Die sind auch schon Militärstraße von den Römern. Jetzt sind wir schon vor der Bunker. Der Bunker ist ein Teil von der Verteidigungslinie des Nichtvertrauens, so genannt, weil eben in faschistischer Zeit Mussolini lässt es wieder bauen. Die war schon nach dem Ersten Weltkrieg geplant, aber nachher war fast nichts gebaut. Im Jahr 1938 wird es weitergebaut, aber die wurde nicht fertiggestellt. Das ist eben die sogenannte Alpenwall, Linie di Difesa. Queste linee di difesa furono pianificate dopo la prima guerra mondiale, quando l'Alto Adige e il Sud Tirolo venne annesso all'Italia. E un impianto di aerazione per i gas tossici formati dall'esplosione. E chi era dentro nella postazione era chiuso con una porta tipo sommergibile. Allora, qui possiamo vedere un attimo come erano costruite queste cose. Così non ha spaccato il cemento. In luoghi di questo genere. Questo bunker non c'è morto nessuno perché qui non è mai stato in funzione, perciò non ci sono presenze di questo tipo. Di Pauweisen, come dice Bunker, der Bunker da ist in zwei Pauweisen costruito, das ist ein Teil in Tunnel, in Felsen, ausgegraben und danach mit Betontunnel wieder verkleidet, oder oberhalb ist sein nur eine Betonbaukonstruktion. Die Betonbaukonstruktion ist bis 3 Meter dick stark, die Wände sind bis drei Meter stark und es ist ganz anders, wir werden schon sehen, wie das gebaut ist. Perché questi bunker sono diventati obsoleti? Praticamente ti ho spiegato cosa sono i proiettili perforanti. Sono morti nel giro di poche ore, proprio perché sono stati completamente carbonizzati. Come no? Vai davanti tu? È l'ufficio pesante. In questo bunker non ci sono postazioni per cannone. Tutto bene. Il mio cartello preferito, la mia tavola preferita, più c'è proprio. C'è molta meno umidità e fa più caldo, avete sicuramente sentito. Queste fresature nel muro è molto interessante, le ho viste anche su delle pareti esterne. Ich vermute, viele andere, dass da eine Flak zu einer Flakpostation war, die durch diese Einsparungen in die Betonmauer so mit einem System hochgefahren ist. Applicato su e sagomato così, e vedete ancora tutte le piegatature degli stracci che danno l'impressione da lontano di essere. Danke mich für Ihre
Achtsamkeit und für Ihre Anwesenheit. Ich hoffe, dass meine deutsche Sprache auch verständlich war. Und ich hoffe auch, dass Sie Ihnen einen guten Eindruck von unserer Gegend gegeben haben.